Heute, meine Lieben, in unserem kleinen Lesetipp ein Band, der für mich etwas ganz Besonderes ist. Und zwar Loki, der Gott, der zur Erde fiel. Der ist für mich deswegen etwas Besonderes, weil Loki sowas von überhaupt keine Lieblingsfigur von mir ist. Also ich mochte den schon damals zu den alten Jack Kirby-Zeiten nicht. Dieser Gott des Tricksens und so, der war mir einfach, der hat mich genervt. Der war nicht lustig, der war einfach nur böse und hatte für mich einfach schon damals keine Tiefe. Und das hat sich bis in die heutige Zeit eigentlich fortgesetzt. Wobei ich schon sagen muss, dass die Darstellung von Loki in den Filmen von Tom Hiddleston natürlich super war. Und nicht zu vergessen, die geile Avengers-Szene, wenn der Hulk den mickrigen Gott zack, 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 links und rechts in den Boden stampft. Also so gesehen habe ich dann schon wieder Spaß dran gehabt. Und genau diese Neuinterpretation von Loki, wo auch etwas mehr Witz hinter der Figur steckt, wo auch mehr Tiefe reinkommt, die hat jetzt dazu geführt, dass es dann doch das eine oder andere gab, was mir ganz gut gefallen hat. Und so die Obergrenze wird jetzt markiert durch diesen Band, der Gott, der zur Erde fiel. Das hat auch diverse Gründe. Also erstmal, es ist eine Geschichte, die auf mehreren Ebenen spielt. Also Loki selber ist gerade ja der König der Frostriesen und er versteht sich mit Thor eigentlich ganz gut und eigentlich sieht er sich im Augenblick mehr als Held denn als Bösewicht und möchte unter anderem deswegen auch zu den Avengers, was jetzt Tony Stark und sein Bruder irgendwie so, also Thor gar nicht so richtig lustig, also es finden sogar sehr lustig und lachen ihn so ein bisschen drüber aus, sagen, er muss sich ja erstmal würdig erweisen und deswegen versucht er sich jetzt da würdig zu erweisen und das ist eine sehr, sehr schräge Story. Was mir gefällt, ist, dass da als Antagonist zu ihm ein anderer Bösewicht aus diesem fantastischen Bereich auftaucht, nämlich Nightmare, der Lord des Albtraumreiches. Eigentlich ein alter Feind von Doc Strange und der hat mir früher schon immer sehr gefallen, wobei ich mir wünschen würde, dass die alten Williams-Zeiten zurückkämen, wo man ihn Nachtmar genannt hat. Das fand ich damals schon schön und gefällt mir bis heute als Wort besser als Nightmare, aber egal, also man lässt es ja dann bei Nightmare. Ja, und der kloppt sich dann mit Loki. Wie gesagt, das wird auf mehreren Ebenen erzählt. Loki ist Protagonist, Loki ist Erzähler, dann gibt es aber auch noch einen Übererzähler und einen Überdrübererzähler, nämlich das Ganze landet irgendwann auch im Haus der Ideen, also sprich der höchsten Instanz im Marvel-Universum, nämlich bei Marvel selber. Und dadurch wird hier auch mehrfach die sogenannte vierte Wand durchbrochen und das Ganze verdanken wir eben einem großartigen Autor, und zwar ist das Daniel Kibblesmith. Daniel Kibblesmith, der Mann mit dem etwas kompliziert auszusprechenden Namen, der wiederum ist sowas wie der Shootingstar gerade der Autorenszene, allerdings nur der Comic-Autorenszene, weil er ist als Comedy-Autor bereits schon sehr bekannt, hat unter anderem für die Show von Stephen Colbert, also The Late Night Show, geschrieben und ich meine, das allein zeigt natürlich, dass der Mann was kann. Das Einzige, was mich an dem Band so ein bisschen stört, ist, dass er irgendwann aufhört. Also ich und die Geschichte für mich noch nicht ganz auserzählt ist. Bis dahin war ich total gebannt davon und ich hoffe natürlich, dass Kibblesmith uns da noch mehr davon gibt. Außerdem gefallen mir von Herrn Basaldua, ach, wie auch immer der Mann sich spricht, die Zeichnungen ganz gut. Irgendwann weiß ich auch, wie man den richtig ausspricht. Der gibt nämlich dem Ganzen auch so ein bisschen so einen moderneren Touch. Und hat auch den Loki sehr, sehr, sehr schön dargestellt. So ein bisschen nicht diesen alten, griesgrämigen Gott, sondern eher so auch diesen Hiddleston-Typ. Also eher schlank, eher so ein bisschen auf Playboy machend teilweise. Und so insgesamt bin ich von diesem Band hier sehr angetan. Und das, wie gesagt, obwohl ich Loki per se eigentlich gar nicht so toll finde.